Exkurs: Einblick in die Welt der Wissenschaft. Eine Veranstaltungsreihe der Deutschen Forschungsgemeinschaft. Sie hören den Vortrag Stiefkinder und Rabeneltern. In Afrika sind Familie und Elternschaft anders. Von Professor Erdmut de Alber. Gehalten am 19. Februar 2009 in der Urania in Berlin. Ja, ganz herzlichen Dank, Frau Rateike. Danke auch an die Deutsche Forschungsgemeinschaft, die mich ja zurzeit als Heisenberg-Professorin finanziert. Und ich möchte mich auch dafür bedanken, mal die Gelegenheit zu haben, einen Vortrag in Berlin zu halten, der sich eben nicht nur an ein wissenschaftliches Publikum richtet. Ich finde das, also es hat mir sehr viel Spaß gemacht, mich mal darauf einzulassen. Ja, es gibt wohl kein menschliches Gefühl, das uns als so natürlich und selbstverständlich erscheint wie die Mutterliebe. Dass Mütter ihre Kinder weltweit auf die gleiche Art und Weise lieben und normalerweise alles in ihrer Macht Stehende für deren Wohlergehen tun, wird selten hinterfragt. Für die als unnormal geltenden Fälle von Herzlosigkeit, Abgewandt und Vernachlässigung, die in allen Gesellschaften vorkommen, hält die deutsche Sprache bereits seit vielen Jahrhunderten den Begriff der Rabenmutter bereit, der ja auch und mit einem dicken Fragezeichen versehen im Titel meines heutigen Vortrags steht und mit dem ich meine heutigen Ausführungen beginnen möchte. Rabenmutter ist eigentlich ein diffamierender Begriff, auch wenn seine Verwendung seit Jahrhunderten in der deutschen Sprache nachgewiesen ist und große Dichter wie Heinrich Heine oder Friedrich Schiller ihn verwendeten. In unserem Alltagsgebrauch werden jene Frauen Rabenmütter genannt, die vermeintlich eigenen Interessen wie Berufstätigkeit oder Discobesuch nachgehen, während sie ihre Kinder in anderweitige Betreuungsverhältnisse schicken. Doch auch wenn wir in den aktuellen Diskussionen in Deutschland einen allmählichen Stimmungswandel erleben, dem wir zu verdanken haben, dass Frauen ihre Kinder inzwischen auch zu Tagesmüttern bringen dürfen, ohne gleich als Rabenmütter abgestempelt zu werden, halten wir doch an der Vorstellung fest, dass Kinder am besten bei ihren leiblichen Eltern aufgewachsen sind und höchstens für ein paar Stunden am Tag fremdbetreut werden sollten. Die Unterbringung von Kindern in Heimen, in Pflegefamilien oder gar die Adoption eines Kindes ist in Deutschland nur in sozialen Notlagen üblich. Kinder, so denken wir, gehören zu ihren eigenen Müttern und möglichst auch Vätern. Sie sollen in ihrer eigenen Kernfamilie leben und hauptsächlich von diesen betreut werden. Diese Auffassung von Mutterschaft ist indes, wie Sozialhistoriker gezeigt haben, auch in Europa keine 200 Jahre alt. Die französische Sozialhistorikerin Elisabeth Badinter zeigte dies bereits vor rund 25 Jahren und wies nach, dass die heutige westliche Auffassung von Mutterliebe ein Produkt des 19. Jahrhunderts war und eng verbunden ist mit der Erfindung und Durchsetzung der modernen Kernfamilie. Auch in Europa wuchsen über Jahrhunderte hinweg viele Kinder nicht bei den leiblichen Eltern auf, sondern lebten als Vasallen, Diener, Stillkinder bei Ammen oder auch als Lehrlinge auch im recht jungen Alter bei anderen als den leiblichen Eltern, ohne dass dies als prinzipiell schädlich angesehen wurde. In Afrika ist das Aufwachsen von Kindern bei anderen als den leiblichen Eltern bis heute ein normales Alltagsphänomen. Die wenigsten Kinder in Afrika verbringen ihre gesamte Kindheit an der Seite ihrer leiblichen Eltern. Viele leben bei Tanten oder Onkeln, Großeltern oder auch bei Freunden der Eltern. Manche tun dies, um von dort aus leichter zur Schule gehen zu können. Andere werden in fremden Haushalten untergebracht, um dort mitzuhelfen. Für den europäischen Blick ist besonders erstaunlich, dass niemand die Fremdunterbringung von Kindern anstößig findet oder meint, dass sie in psychologischer Hinsicht schaden könnte. Nicht ein einziges Mal habe ich bei meinen Forschungen in Afrika jemanden sagen gehört, dass es nicht gut für ein Kind sei, sich in einer neuen Familie zurechtfinden zu müssen. Ja, es könne hart für ein Kind sein, sich an eine neue Familie zu gewöhnen, wurde mir oft erzählt. Aber dadurch lernten Kinder doch auch, ihren eigenen Weg zu gehen und selbstständig zu werden. Viele Menschen, mit denen ich im Rahmen meiner Forschungen sprach, waren davon überzeugt, dass die Unterbringung in anderen Familien eine gute Vorbereitung auf das Erwachsenenwerden darstelle. Und konsequenterweise gibt es in keiner afrikanischen Sprache, soweit ich mich kundig machen konnte, einen Begriff, den man mit Rabenmutter übersetzen könnte. Von diesen anderen Praktiken und Auffassungen über Kindheit handelt mein heutiger Vortrag.
Im Mittelpunkt stehen meine Forschungen bei den Batombo in Nordbenin, bei denen bis vor wenigen Jahrzehnten über 90% aller Kinder nicht bei den leiblichen Eltern aufwuchsen. Doch obgleich dies in der Literatur zu den Batombo am Rande immer wieder in Anmerkungen erwähnt wurde, hatte sich vor mir noch nie jemand für dieses Thema systematisch interessiert, sodass auch die ethnologische Forschung dem Thema lange Zeit wenig Beachtung schenkte. Meine eigenen Forschungen zu diesem Thema, die ich seit 1998 betreibe, habe ich seit einigen Jahren auch auf eine Nachbarethnie der Batombo ausgeweitet, die Mokolle, bei denen meine Mitarbeiterin Jeanette Martin forscht und deren Ergebnisse ebenfalls in diesen Vortrag eingeflossen sind. Ich würde mich also freuen, wenn Sie am Ende meines Vortrags mit mir davon überzeugt wären, dass Elternschaft in Afrika sehr anders gelebt werden kann, als wir dies aus Mitteleuropa gewöhnt sind. Ferner, dass diese anderen Formen weder schädlich noch unnatürlich sein müssen, sondern Teil einer normalen Alltagspraxis sind, von der wir womöglich sogar lernen können. Mein Vortrag ist folgendermaßen aufgebaut. Ich werde erst einiges zum Phänomen der Kindspflegschaft in Westafrika allgemeiner sagen. Dann komme ich zu den Batombo und Mokolle in Nordbenin, sage etwas über die Häufigkeiten und wie sich das Ganze gewandelt habe. Dann komme ich zu sprechen auf die Formen, in denen das heute praktiziert wird und die normativen Vorstellungen auf dem Dorf. Und dann komme ich zu Veränderungen, insbesondere auch im städtischen Kontext. Also, ich komme zu meinem ersten Punkt. Wie ich bereits erwähnte, ist es in Westafrika üblich und weit verbreitet, dass Kinder nicht bei ihren Eltern allein aufwachsen, sondern bei anderen Menschen, Verwandten oder Bekannten der Eltern. Die Ethnologin Esther Goody, die als erste dieses Thema systematisch untersuchte, nannte dies soziale Elternschaft, weil hier soziale Eltern und nicht die biologischen die Erziehungsfunktion übernehmen. Die Ethnologin Hilary Page hat auf der Grundlage von Volkszählungen in verschiedenen Ländern in Westafrika nachgewiesen, dass dort mehr Kinder nicht bei ihren biologischen Eltern aufwachsen als in allen anderen Regionen der Welt. Das ist inzwischen nicht mehr so ganz Forschungsstand, aber es ist auf jeden Fall ist Westafrika eine Gegend, in der das besonders häufig betrieben wird. Allerdings existieren Unterschiede nicht nur zwischen den einzelnen Ländern, sondern auch zwischen einzelnen Regionen und Altersgruppen. Einen Spitzenwert erreicht, um ein Beispiel zu geben, die Gruppe der 10- bis 14-Jährigen bestimmter Ethnien an der Elfenbeinküste, von denen heute fast 50% nicht bei den leiblichen Eltern wohnen. Es existieren unterschiedliche Formen sozialer Elternschaft. Am gebräuchlichsten ist heute die Unterbringung von Schülern in anderen Haushalten als denen ihrer biologischen Eltern. Dies ist besonders dann wichtig, wenn Kinder aus dem ländlichen Raum kommen, in dem keine weiterführenden Schulen vorhanden sind. Ich selbst habe auch einige Forschungen zu diesem Thema der Schulpflegschaft gemacht und 173 Oberschüler jedweder ethnischen Herkunft an zwei verschiedenen öffentlichen Schulen in Cotonou, der größten Stadt der Republik Benin, befragt. Von diesen leben heute 26% nicht bei den biologischen Eltern, sondern in Haushalten anderer. Die Zahlen spiegeln die Lebenssituation der Schülerinnen und Schüler zum Befragungszeitraum. Auf die Frage, ob sie überhaupt irgendwann in ihrem Leben länger als ein Jahr nicht bei den leiblichen Eltern gelebt haben, haben von diesen 176 Schülern 40% mit Ja geantwortet. Viele Kinder vom Land sind als Dienstmädchen oder Lehrlinge in städtischen Haushalten untergebracht. Umgekehrt werden, wie die Ethnologin Caroline Bledsoe in einer Studie aus Sierra Leone gezeigt hat, auch Kleinkinder aus städtischen Haushalten auf das Land geschickt, um dort von den Großmüttern durchgefüttert zu werden. Nun könnte man denken, dass alle diese Formen sozialer Elternschaft als Folge von Modernisierungs- und Urbanisierungstendenzen angesehen werden müssen. Das Schicken von Schülern in städtische Haushalte oder die Unterbringung von städtischen Kleinkindern auf dem Land. Daraus könnte man schlussfolgern, dass es sich um ein modernes Phänomen handelt. Doch Formen sozialer Elternschaft existierten in Westafrika auch und gerade vor der Ankunft der Europäer. In manchen matrilinearen Gesellschaften, das sind solche Gesellschaften, bei denen die Abstammung über die mütterliche Linie erfolgt, wuchsen Kinder typischerweise beim Onkel mütterlicherseits auf.
Ein anderes Beispiel für vorkoloniale Formen sozialer Elternschaft ist eine Doglientiri genannte Institution, die Barbara Meyer bei den Bulsa in Nordghana beobachtet hat. Bei diesen werden vielen jung verheirateten Frauen kleine Mädchen, ihre Nichten, mit in das Ehegehöft gegeben. Diese Mädchen helfen ihren sozialen Müttern, die sie großziehen, und stärken so deren Position im Ehegehöft. Die sozialen Mütter verheiraten sie sehr häufig an ihre eigenen Ehemänner und bekommen dadurch Nebenfrauen, die zugleich ihre Vertraute sind. Auf diese Weise werden die Beziehungen der Frauen zu ihrer Herkunftsfamilie gestärkt. Als Erklärung für diesen Brauch sagen die Bulsa, dass es für niemanden schön sei, gänzlich ohne eigene Verwandte in einer fremden Familie, nämlich der des Mannes, zu leben und dass gerade eine jung verheiratete Frau jemanden brauche, der sie an ihre eigene Familie erinnere. Soziale Elternschaft ist also in Westafrika weit verbreitet und so können die Batombo und Mokolle, bei denen wir forschen, keineswegs als Ausnahmefälle gelten, sondern als durchaus typisch für die Region. Besonders bei ihnen ist allerdings, dass bei ihnen die Pflegschaft nicht eine von mehreren denkbaren Formen von Kindschaft war, sondern als die eigentliche, richtige und bevorzugte angesehen wurde. Kurz eine Afrikakarte. Da sehen Sie die Republik Benin. Nochmal Benin. Die Region, in der ich forsche, ist der Borgu. Die Batombo siedeln in dieser Gegend und die Mokolle im Norden des Borgu. Batombo und Mokolle sind Acker. Genau, ich komme jetzt also zu der Kindspflegschaft bei den Batombo und Mokolle. Batombo und Mokolle sind Ackerbauern, die im Norden der Republik Benin siedeln. Als kleine Einstimmung zeige ich Ihnen nochmal das Bild, was Sie ja schon bewundern konnten. Das ist als Gruppenbild einer der Bevölkerung eines großen Gehöfts in Tibor, in dem Dorf, in dem ich seit inzwischen über 15 Jahren forsche. Dieses Bild entstand am Nachmittag des Abschieds von meinem ersten Aufenthalt in Tibor 1993 und bildet jene der vielen Bewohnerinnen und Bewohner ab, die gerade da waren. Auf dem Bild sehen Sie 11 Frauen, 5 Männer und 41 Kinder und Jugendliche, die Babys auf dem Rücken nicht mitgezählt. Das Bild ist demografisch typisch. Bei einem Bevölkerungswachstum von derzeitig knapp 3% liegt das Durchschnittsalter in Benin bei 15 Jahren. Der Frauenüberhang bei den Erwachsenen erklärt sich nur daraus, dass etliche Männer um die Uhrzeit noch auf dem Feld waren. Nach meinen eigenen Erhebungen gebären ländliche Batombo-Frauen durchschnittlich 7,6 Kinder, von denen 2,7 das erste Lebensjahr nicht überleben. Damit liegt sowohl die Geburtenrate als auch die Kindersterblichkeitsrate noch deutlich über dem nationalen Durchschnitt und auch über dem Durchschnitt in Afrika. Diese Batombo nun teilen sich seit Jahrhunderten mit anderen bäuerlichen Gruppen ihr Land mit den viehzüchtenden Fulbe und deren früheren Sklaven, den Gando. Im Borgu, dem Siedlungsgebiet von Batombo und Mokolle, gab es früher nicht nur Bauern, sondern auch Kriegsherren, denen die Bauern und Viehzüchter Abgaben zahlen mussten. Dafür wurden sie gegen die Übergriffe anderer Kriegsherren geschützt. Die Kriegsherren selbst bedrohten die Bauern und Viehzüchtern der Nachbarn, die wiederum unter dem Schutz ihrer Kriegsherren standen. Alles in allem war der Borgo also eine ausgesprochen unfriedliche Gegend, in der Razzien und Überfälle an der Tagesordnung waren. Dabei richtete sich die Gewalt nicht nur gegen andere, also in dem Sinne, dass Bauern den Fulbe oder den ethnischen Nachbarn feindlich gegenüberstanden, sondern sie fand auch und vor allem unter den verschiedenen miteinander rivalisierenden Kriegsherren statt. Betroffen waren davon die Bauern und Viehzüchter, die immer wieder um ihr Hab und Gut bangen mussten. Gegenstrukturen finden, soziale Institutionen oder Verhaltensweisen, die die Gewalt eindämmen. Eine davon war vermutlich die soziale Elternschaft, die wechselseitige Annahme von Kindern, die zwischen Familien Friedlichkeit und Verbindlichkeit schuf. Jedenfalls können wir das aus den mündlichen Erzählungen rekonstruieren. Schriftliche Überlieferungen gibt es dazu nicht. In vorkolonialer Zeit wurden Batombo- und Mokolle-Kinder nicht bei nahen Verwandten untergebracht, zu denen ohnehin enge Beziehungen bestanden, sondern bei weit entfernten Verwandten. Diese Praxis sollte helfen, alte Verbindungen zu diesen Menschen wieder aufzunehmen, um durch soziale Beziehungen den Konfliktfall zu begrenzen.
Mit der Ankunft der Franzosen in der Gegend am Ende des 19. Jahrhunderts und der Etablierung kolonialer Herrschaft änderten sich die politischen Strukturen in der Region grundlegend. Razzien, Fehden und offene Gewalt waren nun nicht mehr an der Tagesordnung. Die Franzosen sorgten für einen Landfrieden unter kolonialer Aufsicht. Dieses beeinflusste auch die soziale Elternschaft. Die Kinder wurden nun zunehmend nicht mehr an weit entfernte Verwandte gegeben, sondern bei relativ nahen Verwandten untergebracht. Zum einen liegt dies daran, dass die friedensstiftende Bedeutung der Kindspflegschaft unwichtiger wurde. Zum anderen verbreiteten die Franzosen über Schulen, Kirchen und Gesetze die europäische Vorstellung, der zufolge Kinder ihren eigenen Eltern gehören und auch bei ihnen aufwachsen sollen. Diese Vorstellung fand ihren Niederschlag auch im kolonialen Erbrecht, demzufolge Nachkommen von ihren leiblichen Eltern erben sollten, während es bei den Batombu traditionellerweise üblich war, von den sozialen Eltern zu erben. Diese neue Auffassung deckte sich jedoch nicht mit den Erziehungsidealen der Batombu, die ebenso wie die Mokolle davon überzeugt sind, dass es für Kinder gut sei, nicht bei den leiblichen Eltern aufzuwachsen. So wurden Kinder als Kompromiss zwischen den divergierenden Vorstellungen zunehmend bei näheren Verwandten untergebracht. Hinzu kam ein langsamer Rückgang der Kindspflegschaft, der bis in die heutige Zeit anhält, verbunden mit der Entstehung neuer Formen von Kindspflegschaft. Ich komme nun zur gelebten Praxis in Batombo bzw. Mokolle-Dörfern. Bis zu vor wenigen Jahren, ich sagte es bereits, wuchsen in diesen Gruppen mehr Kinder bei Pflegeeltern auf als bei ihren leiblichen Eltern. Nach unsystematischen Befragungen mit sehr alten Menschen, also Menschen über 70 in Batombo-Dörfern, haben eben mehr als 90% dieser heute über 70-Jährigen ihre Kindheit nicht bei den biologischen Eltern verbracht. Dieser Befund veranlasste mich zu relativ groß angelegten systematischen Befragungen in den drei Batombo-Dörfern Kika, Yaro und Teboch, die ich 2002 durchführte, sowie zu vergleichend angelegten Erhebungen, die Jeannette Martin 2005 in den Mokolle-Dörfern Fouet, Lolo und Tui durchführte. In jedem unserer insgesamt 6 Untersuchungsdörfer wurden mindestens 60 Männer und Frauen, die das 50. Lebensjahr überschritten hatten, mit dem gleichen Fragebogen zu ihrer Kindheit und zu der ihrer Kinder befragt. Folgendes kam dabei raus. Sie sehen bei den über 50-Jährigen, wir konnten einfach nicht die noch Älteren so systematisch befragen, das hätten wir natürlich gerne getan, weil einfach nicht genügend Leute gelebt haben, die über 70 sind, dass wir einen Sample gehabt hätten, der groß genug war. Deswegen sind wir auf die über 50-Jährigen gegangen. Sie sehen, dass die Kindheit, dass zwischen 65 und 42%, also in dem Yaro, das in dem Dorf haben am wenigsten von diesen über 50-Jährigen bei Pflegeeltern gelebt, da sind es nur 42% und die Zahl geht dann rauf bis 68%. In Tui, bei Yaro muss man dazu sagen, dass es seit den 20er Jahren eine christliche Missionsstation in dem Dorf gab. Also Sie sehen, wenn man den Durchschnitt bildet, sind es immer noch über 50% bei den über 50-Jährigen, die nicht bei ihren leiblichen Eltern aufgewachsen sind. Diese 368 älteren Menschen wurden nun von uns systematisch nach dem Verbleib all ihrer Kinder befragt. Und als Nebenprodukt dieser Befragung erhielten wir eben auch Zahlen über Kindersterblichkeit, Geburtenraten und so weiter. Bei diesen Söhnen und Töchtern dieser älteren Generation, die heute durchschnittlich 23 Jahre alt sind, wobei die Spanne zwischen 0 und knapp 50 ist, ist die Pflegschaftsrate im Vergleich zu der der Eltern deutlich zurückgegangen, wenn auch in den einzelnen Dörfern unterschiedlich. Yaro, wieder das Dorf mit der niedrigsten Zahl, nur 14% der Kinder sind nicht bei ihren leiblichen Eltern aufgewachsen und das geht dann hoch bis 40% in Kika. Also Sie sehen, dass die Rate deutlich zurückgegangen ist, aber immer noch hoch ist und das zeigt eben, dass im Dorf immer noch sehr alltäglich ist, dass Kinder nicht bei den leiblichen Eltern aufwachsen. Interessant wird es nun, wenn man diese Zahlen geschlechterdifferenziert aufschlüsselt, denn dann wird deutlich, dass die Pflegschaft heute mehr und mehr ein Phänomen der Mädchen wird. Also in der
Hier haben wir in der Tabelle oben die ältere Generation und unten die jüngere Generation. In der älteren Generation waren die Zahlen nicht ganz ausgeglichen, aber ziemlich ausgeglichen. 67% der Frauen in Kika wuchsen nicht bei den leiblichen Eltern auf und nur 63% der Männer. Bei den unteren Zahlen ist die Spanne deutlich größer. Und das zeigt, dass der Rückgang der Pflegschaft wesentlich einer der Jungen ist. Am überraschten waren wir über Tibor, weil nämlich in Tibor sogar die Pflegschaftsrate von der älteren zur jüngeren Generation zugenommen hat, während sie eben bei den Jungen wie bei in allen anderen Dörfern abgenommen hat. Dieser Befund deckt sich mit den Ergebnissen unserer Befragung. Es werden immer weniger Jungen abgegeben und bei den Mädchen ist der Rückgang sehr viel langsamer. Diese Zahlen lassen sich so interpretieren, dass zusammengenommen mit dem, was wir von den über 70-Jährigen wissen, dass vor der Kolonialisierung die Zahlen vermutlich fast ausgeglichen waren oder ausgeglichen waren, das können wir natürlich nicht rekonstruieren, aber sozusagen das, was alle Batombo und Mokolle erzählen, ist, dass eben in der vorkolonialen Zeit und in der frühen Kolonialzeit alle Mädchen wie Jungen weggegeben wurden. Und mit jeder neuen Generation hat sich die Tendenz verstärkt, dass eben mehr Mädchen, also dass die Pflegschaft bei den Mädchen beibehalten wird, bei den Jungen aber nicht. Was verbirgt sich hinter den Zahlen? Ich komme jetzt auf die Alltagspraxis im Dorf und auf die Normenvorstellungen, die damit im Zusammenhang stehen, zu sprechen. Zunächst sei nochmal gesagt, dass Batombo und Mokolle zwar unterschiedlichen Sprachgruppen angehören und dass beide Gruppen auf eine jeweils eigene ethnische Identität verweisen, davon aber ungeachtet, und das ist das Ergebnis dieses Vergleichs, ähneln sich die Praktiken und normativen Vorstellungen der Kinderaufzucht in einem ganz hohen Maße. Und deswegen werde ich jetzt auch nicht weiter zwischen Batombo und Mokolle differenzieren. Wie geht die Annahme eines Kindes idealiter vonstatten? Den Ergebnissen unserer Erhebungen zufolge kommen in beiden Gruppen die meisten Kinder in der Zeit zwischen dem Abstillen und dem 9. Lebensjahr zu ihren Pflegeeltern. Dabei gibt es altersbezogene Unterschiede zwischen Mädchen und Jungen. Mädchen werden häufig schon im Alter von 3 Jahren von Pflegeeltern geholt. Bei Jungen geschieht dies oft einige Jahre später, meistens im Alter zwischen 5 und 9. Generell wird aber für Mädchen wie Jungen es als ideal angesehen, wenn ein Kind bei der Übergabe an die neue Bezugsperson zwar abgestillt, aber möglichst klein ist. Grundsätzlich sind es einzelne Personen und nicht Paare, die Kinder annehmen und die für sie verantwortlich sind. Mädchen werden von Frauen zu sich genommen, Jungen von Männern. Dies geht so vonstatten, dass die soziale Mutter oder der soziale Vater zu den Eltern geht und um das Kind bittet. Nach der Vorstellung vieler Batombo und Mokolle haben die leiblichen Eltern nicht das Recht, die Herausgabe ihres Kindes zu verweigern. Sie bieten es aber auch nicht anderen an, sondern warten, bis der oder die sich für das Kind interessiert, zu ihnen kommt und die Bitte vorträgt. Dahinter steht die grundlegende Vorstellung, dass Kinder nicht den leiblichen Eltern gehören, sondern anderen Familienmitgliedern, vor allem den Geschwistern der Eltern und deren Eltern. Ich gehe in diesem Vortrag nicht detailliert darauf ein, aber es gibt relativ klare Regeln, wer Kinder annehmen kann, darf. Und das sind die älteren Geschwister, respektive Cousinen der Eltern, also die Tanten und Onkel der Kinder oder die Großeltern. Anders als bei Institutionen wie der Patenschaft in Lateinamerika suchen eben nicht die Eltern die Pflegeeltern aus, sondern die potenziellen Pflegeeltern kommen und fordern das Kind. Deswegen ist die Frage des Rückgangs der Kindspflegschaft auch weniger dadurch zu erklären, dass man sich überlegt, warum Eltern ihre Kinder vielleicht behalten wollen, sondern wie es dazu kommt, dass weniger Leute Kinder annehmen wollen. Die Frau oder der Mann, die ein Kind annehmen wollen, kommen normalerweise im 1. oder 2. Lebensjahr des Kindes zu den Eltern. Sie erscheinen mit Geschenken für die Mutter und einem neuen Kleidungsstück für das Kind und erklären, dass sie ihr Kind haben möchten. Es sind entweder die Tanten oder Onkel oder die Großeltern, Großonkel oder Großtanten.
Bei den Batombo müssen diese annehmenden Personen auf jeden Fall älter sein als die Eltern. Bei den Makolle können auch jüngere Geschwister der Eltern nach deren Kind nachfragen. Die Eltern wiederum dürfen nach traditioneller Vorstellung diese Bitte nicht abschlagen. Das Kind wird bei diesem Ritual dann allerdings nicht sofort übergeben, sondern erst, wenn es abgestillt ist und wenn ein Bruder oder eine Schwester geboren ist. Wenn dann der Übergabezeitpunkt gekommen ist, kommt die neue Mutter oder der neue Vater wieder zu Besuch, zum Teil wieder mit Geschenken und wieder mit neuer Kleidung für das Kind. Wie schon bei der Geburt darf die biologische Mutter auch hier keinerlei Emotionen zeigen, wenn ihr Kind fortgeht. Viele Frauen berichten von Praktiken, die sie unternommen haben an diesem Tag, an dem ihre Kinder fortgegangen sind. Zum Beispiel, dass sie morgens früh zum Holzsammeln in den Wald gehen oder zur Feldarbeit aus dem Dorf fortgegangen seien, um sich und dem Kind die Konfrontation mit einer Verabschiedungssituation zu ersparen. Batombo wie Mokolle kennen verschiedene Mittel und Praktiken, ihrem Nachwuchs die Abnabelung zu erleichtern. Kinder werden in speziellen Bädern gewaschen, die gegen das Heimweh helfen sollen. Bestimmte Lieder und Beschwörungen sollen ebenfalls dazu dienen, das Kind an die neue Mutter zu binden. Und schließlich werden die Kleinen in den ersten Tagen umsorgt und bekommen Geschenke, um sich an die neue Bezugsperson zu gewöhnen. Danach bleiben sie, der Norm nach, wie leibliche Kinder in der neuen Familie, bei der neuen Mutter oder dem neuen Vater, bis sie das heiratsfähige Alter erreicht haben. Danach sorgen ihre sozialen Eltern für die Arrangierung der Hochzeit oder des Hochzeitsfestes. Und nach der Verheiratung dann können junge Männer im Gehöft entweder in das Gehöft ihres leiblichen Vaters zurückkehren oder eben im Pflegegehöft bleiben und dort arbeiten. Und die dritte Möglichkeit für Männer ist, ein eigenes Gehöft zu gründen. Die jungen Frauen ziehen nach ihrer Verheiratung in das Gehöft des Ehemannes. Nicht selten bekommen sie dabei von ihrer Familie ein jüngeres Mädchen mitgegeben, das sie bei den täglichen Arbeiten unterstützt. Zudem stellt so ein Mädchen für die junge Ehefrau im Gehöft ihres Mannes, in dem sie als Fremde lebt, eine wichtige Verbindungslinie zu ihrer eigenen Familie dar und erhöht, solange sie noch keine Kinder geboren hat, ihren sozialen Status im Gehöft der Schwiegerfamilie. Die bis heute verbreitete Vorstellung, dass Kinder nicht den leiblichen Eltern gehören, drückt sich in vielen Redewendungen und Alltagspraktiken aus. So sprechen die biologischen Eltern bei den Batombo wie bei den Mokolle aus Scham die Namen ihrer biologischen Kinder nicht aus, auch wenn sie noch bei ihnen leben. In ganz besonderem Maße gilt dies für die erstgeborenen Kinder. Sie geben ihnen Spitznamen, nennen sie einfach Kind oder umschreiben die Namen. Insgesamt versuchen sie, den Kontakt zu ihren leiblichen Kindern in der Öffentlichkeit möglichst zu meiden und die Tatsache der leiblichen Elternschaft herunterzuspielen. In öffentlichen Situationen und vor allem auch bei Zeremonien, wie zum Beispiel bei der Namensgebungszeremonie am 7. Tag nach der Geburt, halten sich die leiblichen Eltern im Hintergrund und vermeiden es, ihre Zugehörigkeit zum Kind öffentlich zur Schau zu stellen. Das möchte ich Ihnen gerne anhand eines Bildes zeigen. Das ist eben eine Namensgebungszeremonie, also eine muslimische Taufe, kann man auch sagen, am 7. Tage nach der Geburt. Da wird dem Kind, werden die Haare rasiert und das Kind bekommt seinen Namen. Der Herr links ist ein Imam, ein Geistiger, Geistlicher, Entschuldigung. Und die Dame, die das Kind hält, ist natürlich nicht die leibliche Mutter, sondern eine andere Frau. Jetzt, Moment. Das ist jetzt die Szene von etwas weiter weg. Hier sehen Sie die Rasurzeremonie. Und das Ganze ist ein großes Fest in diesem Gehöft. Hier am Rande sehen Sie die leibliche Mutter des Kindes. Die ist einmal an diesem ganzen Festtag kurz aus ihrer Hütte rausgekommen, hat von Weitem der ganzen Angelegenheit zugesehen und ist dann wieder in ihre Hütte zurückgekehrt. Das ist sozusagen die einzige Präsenz der leiblichen Mutter bei diesem Fest. Den leiblichen Vater habe ich bei diesem Fest gar nicht gesehen. Und das Gleiche, ich könnte Ihnen jetzt Bilder von Hochzeiten zeigen, ist auch bei anderen wichtigen Übergangsritualen im Leben von Kindern. Die leiblichen Eltern sind ganz am Rand, tauchen vielleicht einmal kurz auf, begrüßen die Gäste und gehen dann wieder.
Dieses an Meidung orientierte Verhalten leiblicher Eltern gegenüber ihren Kindern lässt sich, und das war also ein ganz bewegender Moment eigentlich in meiner Forschung, lässt sich noch viel früher beobachten, nämlich sogar schon bei der Geburt beziehungsweise kurz nach der Geburt. Jeanette Martin und ich haben in den jeweiligen Forschungsdörfern mehrfach an Geburten teilgenommen, die in öffentlichen Krankenstationen stattfanden. Wir haben beide es nie geschafft, Hausgeburten zu sehen, weil wir nie, obwohl wir immer danach gefragt haben, gerufen wurden, wann eine Geburt passierte, was auch nach meiner Auffassung mit dieser Meidung zu tun hat. Das ist ein Neugeborenes in Angara-Debu, in dem Dorf, in dem Jeanette Martin geforscht hat. Die ist 3-4 Stunden alt, kam in der Krankenstation zur Welt, wurde anschließend von der Krankenschwester gewaschen und dann von den anwesenden Familienmitgliedern angezogen und sozusagen fertig gemacht und auch allen gezeigt. Dann wurde sie dorthin gelegt. Die Dame, die Sie vorne sehen, ist die Mutter, die soeben dieses Kind bekommen hat. Das war, wie gesagt, 3 oder 4 Stunden nach der Geburt. Die Mutter hat das Kind kein einziges Mal angeschaut, war abgewandt und hat das Kind so gelassen, während alle anderen Anwesenden das Kind freudig begrüßt haben, geherzt haben, sich gegenseitig zu der Geburt beglückwünscht haben. Noch ein anderes Bild, die gleiche Geschichte, das ist eine Geburt, an der ich teilgenommen habe. Dieses Bild ist ungefähr eine Stunde nach der Geburt aufgenommen worden. Was Sie auf dem Bild nicht sehen, ist, dass hier im Vordergrund jede Menge Leute stehen, die sich freuen, die sich um die Mutter kümmern, die das Kind immer wieder hochheben. Die Mutter war abgewandt. Ich habe bei dieser Geburt bin ich praktisch den ganzen Tag im Geburtszentrum geblieben, habe ein paar Mal die Mutter gefragt, ob sie nicht mal das Kind stillen möchte. Und die Mutter hat immer gesagt, nein, nein, ich muss mich erst ausruhen. Hinterher hat sie gesagt, ich muss erst essen, ich muss erst duschen. Und erst als alle Beteiligten verschwunden waren, das war so nach 5-6 Stunden, ich auch rausgegangen bin, hat sie dann ihr Kind genommen. Ich zeige Ihnen das deshalb, weil wir ja auch immer diese Vorstellung haben von den natürlichen Geburten in den sogenannten Naturvölkern, die so ein ganz inniges Verhältnis zwischen Mutter und Kind von Anfang an haben. Und das, was wir dort beobachtet haben, ist, solange eine Öffentlichkeit da ist, genau nicht der Fall. Das heißt natürlich nicht, dass die Mütter nicht, kaum dass die Öffentlichkeit weg ist, sich anders verhält, aber sozusagen das, was die Mutter öffentlich zeigen muss, ist diese äußerste Distanz zum Kind, die eben gerade dann auch eingehalten wird, wenn es sozusagen kurz nach einem so biologischen Vorgang wie der Geburt ist, in der sozusagen der Kontakt zwischen Mutter und Kind ja eben nicht zu leugnen ist. Diese normativen Vorstellungen von Kindheit und Elternschaft spiegeln sich auch auf sprachlicher Ebene wider. Davon möchte ich Ihnen jetzt auch einen kleinen Ausschnitt geben. Das ist ein Textausschnitt aus Gesprächen mit einer alten Batombu-Frau Bonner, den ich 1998 aufgenommen habe. Sie war damals 60 Jahre alt. Bonner ist die Dame, die hier links sitzt, daneben eins ihrer Pflegekinder. Und diese Dame ist eine ihrer früheren Pflegetöchter, also nicht ihre leibliche Tochter, die da gerade zu Besuch gekommen war. Bonner wuchs wie eben die meisten Batombu-Frauen nicht bei ihren leiblichen Eltern auf, sondern bei einer Tante väterlicherseits. Sie selbst hatte ihr einziges Kind, eine Tochter, ebenfalls Verwandten als Pflegekind überlassen. Und so kamen wir, als ich mit ihr mir ihre Lebensgeschichte erzählen ließ, unweigerlich auf die Praxis der Kindspflegschaft zu sprechen. Und ich fragte sie dann, warum die Batombu ihre Kinder weggeben. Bonner antwortete: Ich darf einmal ein kleines Stück Batonum Ihnen präsentieren. Danach gebe ich Ihnen natürlich die Übersetzung. Anduron mi moreno, wunen familie amo, aka wunen yamtama wa anmaneni. Ba anka wi bibu maromo, jensoma wunen sesumbi kabetama anneniwa. Übersetzt heißt das: Wenn du beim Mann verheiratete Frau bist, dann wirst du dir von deiner Familie, die du hast, dein Ding holen, um es zu halten. Selbst wenn du ihm oder mit ihm Kinder gebären wirst,
wirst du das Kind deines Bruders, das Kind deiner kleinen Schwester holen und es halten. Die Heraushebungen sind natürlich von mir. Mit diesen zwei Sätzen fasste Bonner eine Grundüberzeugung der Frauen ihres Alters zusammen und erklärte mir in aller Kürze Wesentliches über die Kindspflegschaft bei dem Batombo. Ich habe mich bei der Übersetzung bemüht, die so wortgetreu wie möglich zu lassen. Selbst wenn eine verheiratete Frau im Gehöft des Ehemannes lebt und dort eigene Kinder hat, so ihre Argumentation, wird sie auf jeden Fall versuchen, andere Kinder, nämlich jene, die ihr wirklich gehören, weil sie aus ihrer eigenen Familie sind, zu sich zu nehmen. Sie wird sie in das Gehöft des Mannes holen und sie dort großziehen, verheiraten und sie dann in das Eheleben entlassen, auf das sie es eines Tages genauso machen wie sie selbst. Auffällig an dem Zitat ist die Art und Weise, wie Bonner Zugehörigkeit thematisiert. Für die Kinder aus ihrer Herkunftsfamilie verwendet sie alle Possessivkonstruktionen, die sprachlich nur möglich sind. Du wirst dir von deiner Familie dein Ding holen, das Kind deines Bruders, deiner Schwester. Mit Ding, Jam ist hier Kind gemeint, es wäre ein anderes Thema zu beleuchten, inwiefern von Kindern gelegentlich als von Dingen oder Sachen gesprochen wird. Aber das ist heute nicht mein Thema. Jedenfalls unterstreicht Bonner ganz nachdrücklich, dass die Kinder aus ihrer Herkunftsfamilie die ihrigen sind. Sie unterstreicht ihren Anspruch auf diese und auf das Recht, sie als ihre eigenen Kinder anzusehen und sie großzuziehen. Dieses Recht auf die Kinder der Herkunftsfamilie besteht völlig unabhängig vom Vorhandensein eigener leiblicher Kinder. Zudem betont Bonner ihre eigene Zugehörigkeit zu ihrer Herkunftsfamilie und sagt, "Wun familie amor", deine Familie, die du hast. Hier setzt sie gleich die doppelte Possessivkonstruktion ein und verwendet schließlich, wie um mir, noch einmal ganz ausdrücklich die Bedeutung ihrer Herkunftsfamilie zu unterstreichen, das französische Wort Famille. Also das ist das einzige französische Wort in allem, was sie gesagt hat. Demgegenüber steht in diesem Gesprächsausschnitt eine große Zurückhaltung, nicht nur bei der Nennung des eigenen Namens. Fast alle meine Gesprächspartner sprachen stets in der zweiten Person von sich selbst, sondern auch beim Sprechen über ihren Ehemann und über eigene, also von sich auf die Welt gebrachte Kinder. Bonner meidet nicht nur die Verwendung ihres eigenen Namens oder der ersten Person, sie redet von du und nicht von ich. Zudem meidet sie auch den Namen ihres Mannes und sagt lediglich sehr distanziert, wenn du mit ihm Kinder gebären wirst. Sie sagt nicht, wenn ich mit meinem Mann ein Kind habe oder meine oder gar unsere Kinder, wie man dies hierzulande vermutlich ausdrücken würde. Schon die Eingangsformulierung, selbst wenn du ihm ein Kind gebären solltest, suggeriert öffentlich, dass dies eigentlich sehr unwahrscheinlich ist. Und selbst wenn sie doch ein leibliches Kind geboren sollte, so wird eine Frau, so Bonner dann weiter, eben niemals auf ihr wirklich eigenes Kind, also auf ein angenommenes Kind aus der Herkunftsfamilie, verzichten. Sie spricht hier aus der Perspektive einer verheirateten Batombo-Frau, die im Gehöft des Ehemannes lebt. Ihre leiblichen Kinder gehören weder ihr noch ihrem Mann. Sie werden im Kleinkindalter von anderen genommen und aufgezogen. Auf sie kann sie keinerlei Anspruch geltend machen. Die Kinder ihrer Brüder und Schwestern hingegen kann sie als ihre Kinder zu sich holen. Dort arbeiten sie nicht nur für sie, sondern stärken auch ihre Position gegenüber der Schwiegerfamilie. Insbesondere für verheiratete Frauen, die nicht in den Gehöften ihrer Familie leben, ist es wichtig, Pflegekinder aus den eigenen Familien zu sich holen zu können. Und das erklärt eben auch unter anderem, warum an der Mädchenpflegschaft so festgehalten wird. Diese kurze Textpassage ist sehr typisch für die Art des Sprechens vieler Batombo-Frauen über Kinder und Elternschaft. In ihrem Bekenntnis, dass die angenommenen Kinder die eigenen Kinder sind, wie auch in Bonners Zurückhaltung bei der Erwähnung biologischer Kinder, enthält sie geradezu programmatisch die alte und vorkoloniale Vorstellung der Batombo von Elternschaft, auf die die französischen Kolonialbeamten wie katholische Missionare trafen, als sie das Land kolonisierten. Im Kern besagt diese Vorstellung, dass Kinder nicht den biologischen Eltern gehören, sondern anderen. Daher haben die leiblichen Eltern keinerlei Recht, ihre Kinder für sich zu beanspruchen. Und diese Vorstellung wird flankiert von der pädagogischen Vorstellung, dass Kinder am besten geraten, wenn sie nicht bei den leiblichen Eltern aufwachsen. Ich komme nun zu meinem letzten Abschnitt, zu den Veränderungen. Auch im dörflichen Milieu ist die Frage der sozialen Elternschaft heute ausgesprochen konfliktreich. Häufig kommt es vor, oder zunehmend häufig kommt es vor, dass Pflegekinder und hier insbesondere die Jungen noch lange vor ihrer Verheiratung weglaufen und in das Gehöft der biologischen Eltern zurückkehren.
Während die biologischen Eltern früher die zurückgekommenen Kinder sofort wieder zu den sozialen Eltern zurückschickten, behalten sie sie heutzutage mehr und mehr bei sich. Nicht alle, aber einige. Die Vorstellung, dass die richtigen Kinder die angenommenen Kinder sind und dass diese auf keinen Fall schlechter behandelt werden dürfen als die leiblichen Kinder, beginnt sich zu verändern. Viele Menschen klagen heute darüber, dass die sozialen Kinder ausgebeutet und schlecht behandelt werden. Meinen eigenen Beobachtungen im Bad Homburg-Familien über 15 Jahre hinweg, denen zufolge ist dieses keineswegs immer der Fall. Statistisch nachweisbar jedoch ist, dass die Kinder, die bei ihren biologischen Eltern bleiben und dort aufwachsen, weitaus häufiger zur Schule gehen als Kinder, die bei den sozialen Eltern aufwachsen. Diese Frage der Schulbildung ist heute ein wichtiger Punkt im Leben von Bad Homburg- und Mokolle-Kindern. Neue Berufslaufbahnen oder Karrieren sind ohne Schulbesuch nicht realisierbar. Und so ist es heute für die Eltern wichtig geworden, dass ihre Kinder tatsächlich zur Schule gehen. Besonders in ärmeren Familien jedoch zeigt sich, dass Eltern heute oft zuerst ihre leiblichen Kinder zur Schule schicken und erst in zweiter Linie die angenommenen Kinder. Dies hat dazu geführt, dass mehr und mehr Eltern versuchen, ihre Kinder doch bei sich zu behalten oder zu erklären, sie geben sie zwar weg, aber die Kinder sollen dann auf jeden Fall zur Schule gehen, soweit sie das eben gegenüber den Pflegeeltern durchsetzen können. Und dies alles gilt besonders für die Jungen, deren Schulbildung immer noch als wichtiger angesehen wird. Also, es gibt zwei Mechanismen, warum heute mehr Mädchen als Jungen weggegeben werden. Das eine ist eben, dass die Schulbildung für Jungen wichtiger angesehen wird. Und das andere ist eben, dass Männer die Kinder annehmen, wenn sie die Erfahrung gemacht haben, dass mal ein Junge weggelaufen ist, dass sie dann eben eher davon Abstand nehmen, während für die Frauen ein Mädchen anzunehmen immer noch so zentral und wichtig in dem Ehegehöft ist, dass die Frauen eben in viel stärkerem Maße an dieser Praxis festhalten. Also selbst wenn Mütter ihre Kinder vielleicht doch nicht weggeben wollen, dies aber nicht öffentlich sagen können, dann kommen eben andere und nehmen die Kinder und dadurch wird das weitergeführt. Grundlegend geändert haben sich die Beziehungen zwischen Städtern und Dörflern. Die Kinder von Städtern werden heute nicht mehr von Dörflern angefragt. Allgemein wird davon ausgegangen, dass die Stadtkinder durch Schulbildung Zugang zu den neuen Aufstiegsmöglichkeiten haben. Es wird also akzeptiert, dass die städtischen Eltern ein anderes Verfügungsrecht auf ihre biologischen Kinder haben, weil in der Stadt andere Normen gelten als auf dem Dorf. Hingegen schicken viele Dörfler ihre Kinder in die Stadt, um dort zur Schule zu gehen. Damit wandelt sich die Kindspflegschaft zunehmend von einer zirkulären Institution, also in einer Familie werden Kinder angenommen und Kinder weggegeben, zu einer gerichteten. Kinder werden von dörflichen in städtische Haushalte gegeben, aber nicht umgekehrt, während im dörflichen Kontext nach wie vor ein und dieselbe Familie Kinder annimmt und abgibt. Die allermeisten Bad Homburg-Haushalte in Cotonou, also in der Hauptstadt oder in der de facto Hauptstadt, in denen ich meine Umfragen machte, haben mehr Pflege- und Adoptivkinder großgezogen als leibliche Kinder. Also nur um Ihnen eine Zahl zu nennen, der größte Haushalt, den ich kennengelernt habe, hat im Laufe der letzten 40 Jahre über 100 Pflegekinder großgezogen. Also man muss sozusagen die lange Zeitspanne von 40 Jahren dazu nehmen. Aber auch in anderen Haushalten ist es oft so, dass es 2, 3 leibliche Kinder gibt und dann eben ein Zimmer, in dem die diversen Pflegekinder leben. Das hat auch damit was zu tun, dass man eben nach wie vor die Bitte, sozusagen ein Kind unterzubringen, gegenüber den ländlichen Verwandten kaum abschlagen kann. Im städtischen Kontext allerdings sind diese alten, auf Dauerhaftigkeit angelegten Pflegschaftsverhältnisse vielfach in temporäre Arrangements übergegangen. Dabei werden die Zuständigkeiten zwischen biologischen Eltern und Pflegeeltern ausgehandelt. Entscheidend ist einerseits, dass sich die biologischen Eltern oft nicht mehr vollständig das Recht auf Mitbestimmung über die Lebenschancen ihrer Kinder aus der Hand nehmen lassen. Auf der anderen Seite kommen sie dann in diesen Kontexten auch partiell für die Lasten der Kindererziehung auf. Das heißt, heute kann ich ein Kind in die Stadt schicken, damit es dort zur Schule geht und kann mich dann mit den Pflegeeltern einigen, dass ich zum Beispiel das Schulgeld bezahle. Das führt dazu, dass in den städtischen Haushalten in fast allen städtischen Haushalten eine Vielzahl von Pflegearrangements gibt. Also es gibt leibliche Kinder, es gibt gewissermaßen zur Gänze angenommene Kinder und es gibt eben sozusagen Pensionskinder und alle möglichen Zwischenformen. Also die
was man beobachten kann, ist, dass in diesem Kontext eben sozusagen diese Zuständigkeit zwischen den leiblichen Eltern und den Pflegeeltern ausgehandelt werden, aber dass nicht die gesamten Lasten dann bei den Pflegeeltern liegen. Diese Beherbung von Landkindern in städtischen Haushalten von Verwandten hat durchaus für beide Seiten Vorteile. Die ländlichen Haushalte können ihren Kindern Zugang zu Bildungseinrichtungen besorgen, die städtischen haben Arbeitskräfte. Gleichzeitig behaupten beide Seiten ständig, dabei benachteiligt zu werden. Alt und traditionell an dieser Form ist, dass sich die städtischen Haushalte der Nachfrage kaum entziehen können. Mit dem Verweis auf die alte soziale Elternschaft müssen sie die Kinder aufnehmen. Neu daran ist, dass die biologischen Eltern, durchaus auch im Interesse der sozialen Eltern, Teile der Funktionen von Elternschaft beibehalten. Sie unterstützen ihre Kinder ganz offiziell mit Geld und Nahrungsmitteln, zahlen Schulgeld und können Kinder auch aus den städtischen Haushalten wieder herausnehmen. Gleichwohl setzt sich das europäische Modell einer modernen Kindheit nicht zur Gänze durch. Städter wie Dörfler sind davon überzeugt, dass es gut für Kinder sei, wenn sie nicht allein bei den biologischen Eltern aufwachsen. Jahrelange, aber gleichwohl temporäre Abwesenheiten der Kinder, wegen Schulbesuch, Ausbildung oder nur um Erfahrungen zu machen, werden von allen Beteiligten gut geheißen. Dies ist auch ein Grund, warum sich Internate bereits während der Kolonialzeit, aber bis heute großer Beliebtheit erfreuen und übrigens auch Einrichtungen wie SOS-Kinderdörfer. Die europäische Vorstellung, dass der Wechsel von Bezugspersonen Schaden anrichten könnte, wird nicht geteilt. Ich komme nun zu meinem Schluss. Und ganz zum Schluss möchte ich noch einmal auf das Bild von den Rabeneltern zurückkommen. Wie ich gestern zugegebenermaßen bei Wikipedia ergoogelt habe, ist der Begriff der Rabeneltern dem Phänomen geschuldet, dass junge Raben, ähnlich wie die Stare, häufig sehr unbeholfen wirken, wenn sie ihre Nester erstmals verlassen. Das liegt daran, dass sie ihre Nester vor dem Erlangen der Flugfähigkeit verlassen. Anders als es das Bild suggeriert, verlassen aber die jungen Raben, deren Praktiken diesen Begriff geprägt haben, ihre Nester aus eigenem Antrieb so früh, während der Begriff Rabenmutter den Rebinnen unterstellt, ihre Kinder zu früh aus der Sicherheit des Nestes heraus zu komplementieren. Batombo und Mokolle in Westafrika haben offenbar jahrhundertelang eine Art von Elternschaft praktiziert, die weder dem rezenten europäischen Modell entspricht, die Kinder möglichst lange im warmen Nest elterlicher Fürsorge zu lassen, noch dem Modell der jungen Raben, die sehr früh aus eigenem Antrieb diesen Nestern entfliehen. Bei den Batombo und Mokolle sorgen, um im Bild zu bleiben, Verwandte für den frühen Schubs aus dem elterlichen Nest und die leiblichen Eltern nehmen diesen vorweg, indem sie zumindest öffentlich eine schamhafte Distanz zu ihren Kindern wahren. Was ich in meinem Vortrag bisher nicht erwähnt habe, ist, dass viele leibliche Eltern heimlich und abseits der beobachtenden Öffentlichkeit ihren nicht bei ihnen lebenden Kindern gelegentlich heimlich etwas zustecken, eine Süßigkeit oder ein neues Hemd, und dass sie sich hinter den Kulissen der beobachtenden Öffentlichkeit sehr um deren Wohlergehen sorgen und genau schauen, wie die Kinder von den Pflegeeltern behandelt werden. In diesem Verhalten fand ich Ähnlichkeiten zur Fürsorglichkeit deutscher Eltern, auch wenn die Art und Weise der gesellschaftlich zugelassenen Fürsorglichkeit eine andere ist. Batombo-Kinder kommen nach meinen Beobachtungen dann gut durch ihre Kindheit hindurch, etwas salopp formuliert, wenn sie mindestens eine Person haben, die sich für sie zuständig fühlt und auf ihr Wohlergehen achtet, egal ob sie bei den leiblichen Eltern oder bei sozialen Eltern aufwachsen. Wo Zugehörigkeit und Zuständigkeit verschwimmen, und von solchen Fällen könnte ich auch berichten, vielleicht in der Diskussion, wo Batombo-Kinder in Haushalten landen, in denen sich keiner richtig für ihr Wohlergehen und vor allem, wo sich keiner für deren Zukunft zuständig fühlt, da können Batombo- und Mokolle-Kinder auch unter die Räder kommen. Vermutlich sind derartige Fälle mit jenen in Deutschland zu vergleichen, wo Kinder unter die Räder kommen, obwohl sie bei ihren leiblichen Eltern aufwachsen und obgleich Jugendämter vorhanden sind, die eben dies verhindern sollen. Von Rabeneltern zu sprechen, ist also bei den Batombo und Mokolle fast immer vollkommen unbegründet, genau wie bei deutschen Eltern, auch wenn sie ihre Kinder gelegentlich anderen anvertrauen. Ich danke Ihnen.